Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Minecraft Infinity World Evolved. und wieder dabei der Josh LP. Nö. Doch! Nein. Doch! Nein. Ach jetzt, hallo! Hallo. Ja, ne. Ja, Leute, schweres Personal, gutes Personal ist heute schwer zu finden. Ja, ne. Arschloch. Hör mal, Kollege, lass es sein, ich sag es dir. Du, ich komm gleich hier vorbei, ne? Ich Danke, komm gleich vorbei Kollege. und dann wird aufgeräumt. Nein, nein, ruhig da. Ist okay, kein Ja. Problem. Oh, ich sehe mal hier gerade so eine Truhe. Hier sind noch jede Menge wundervolle Barren, die mir gehören. Und so wundervolle Erze. Ey! Josh, hä? Kumpel? Ja. Hä? Bester Freund. Ja. Ah, ich habe auch noch so einen halben Stack Pulverized Ferrous Metal. Das musste ich eben mal kurz rausnehmen. Extrakt. Okay, ich wollte heute mal an einer Magmatic Dynamo erstmal arbeiten. Ja, und ich bin halt, wie ihr seht, immer noch an einem Maschinchen dran. Habe jetzt gerade offscreen ein bisschen hier Clay gefarmt und so. Ups. So, ich glaube, das sollte reichen vom Meine lieben Ember. Freunde, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren bei mir schreiben, was ihr von meiner Idee haltet, mal No-Comment-Videos zu machen. Also da zum Beispiel, ich gehe dann halt farmen, mache eine schöne Playlist an, lasse die runterlaufen. Die Folgen werden dann auch nur 15 Minuten anstatt 20 Minuten. Und dann gehe ich einfach farmen und wenn ihr Bock habt zu gucken, guckt da und entspannt ein bisschen mit der Musik. Also da könnt ihr sehr gerne mal einen Kommentar da lassen. Es Genau. interessiert mich. Ja, wäre auf jeden Fall interessant, finde ich. Ja, ich fände es auch wahrscheinlich super interessant. Weil das wirklich mal so dann so zum Entspannen ist, so, weißt du? So, gehen wir ja später auch nochmal im Nether. Mein Gott, im Nether sag ich schon dauernd. Moment, was farm? Ja, klar, ich komme jetzt gleich. Ich will Ja, wenigstens meine du. Erzprojektion. Muss jetzt noch nicht jetzt sein, also jetzt kann man noch was anderes machen. Das war jetzt einfach Denk nur mal, zu aber das können generieren. wir auch lieber offscreen machen, Ja, farmen. das könnte euch was langweilig werden. Die Zahnräder, Transmission Coil. So, eine Magmatic Dynamo. Das brauche ich, das brauche ich. Du bist auch so der Typ, der auf Ender.io geht, oder? Ja, natürlich. Ich habe hier jetzt schon Decken und alles mit alles stehen. Oh, ich glaube, wir beide wären noch gute Freunde. Ende immer. Ja, Klaus und so ein paar andere, die mittlerweile sind bei mir der Meinung, Ender.io ist scheiße. Einfach weil halt diese Conduits hier teilweise so einen Chunkload eingebaut haben. Und was? So eine Chunkloading-Funktion. Okay. Also die. Es ist kein wirkliches Chunkloading, die halten die halb irgendwie so aktiv. Es ist ein bisschen blöd zu beschreiben. So, die kann ich aber noch ein bisschen verbessern, Gut, oder? ich werde später auch hier Personal Anchor alles aufbauen. Apropos, den wollte ich sowieso schon mal bauen, Personal Anchor. Damit meine Erdproduktion läuft, wenn ich auch mal im End bin und so. Ja, gut. Chunkloader, wenn ich nicht bauen, ich wollte die ganze Saison nicht mehr fahren. Chunk Loader ist doch, glaube ich, deaktiviert, Ja, oder? ich glaube, die sind. Ja. Weil der ist am Rumbaggen. Theoretisch kann ich den sogar machen. Gut. Also, lavamäßig sollte ich erstmal noch was davor haben. So 123.000 Millibuckets. Aber ich glaube, da mache ich wirklich noch diese Augments rein. Diese Augmentations. Ja gut, das ist jetzt echt nicht so das Problem. Ja, Ja, das ich mache ich würde schon ja auch die gerade. großen Orks, die Vibrant-Dinger da empfehlen. Die Capacitor meinst du? Ja, die Oktaktik empfehle ich dir Ja. reinzumachen. Ja, die kommen auf jeden Fall noch rein. Ich wollte das mal so ein bisschen langsamer angehen. Ein Anvil. Komm zu dir gelaufen. Braucht da wieder jemand ein paar Erze?
Ich muss meine Ärzte mal abholen. Da sind noch so ein paar, das die musste ich eben mal kurz rausholen. Elektrum. Scheiße, ich habe ein Elektrum zu wenig. Ich muss unbedingt eine Portal Gun finden, ey. Ja gut, wir können sie zumachen. Ich habe ja schon eine, dann kannst du gleich mal wenigstens das Portal machen. Ja, ja stimmt, du hast ja dein Portal einmal in der Mining-Welt gesetzt, ne? Ja. Dann geht das ja in Oberwelt. Eben. Ich habe jetzt vergessen, den Schalter umzulegen. Ja, die Sport. Die machen da so ein bisschen Rudelbumsen. Ja? Die Villager. Muss ich ja gleich mal. Das Foto, was ich vorhin geschickt habe, war. So ungefähr. Weißt du, wie du in der Mining-Welt siehst, ob Tag oder Nacht ist? Wenn die sich schlafen legen? Genau. Ja. Ja gut, hier Strom lädt sich wieder auf bei beiden. Ach, das, weißt du, das ist jetzt schon ein verdammt gutes Gefühl, da Maschinen stehen zu haben. Ja. Das heißt, ich kann jetzt meine ganzen Ärzte auch wieder mitnehmen und bei mir verarbeiten. Das Elektrum ist von mir und der Rest ist dir. Na. So. Dann sollte ich wenigstens schon mal hier den zweiten Kapazitor haben. Kapazitor sage ich jetzt auch schon. Augment hier. Aber ich finde, es wurde auch langsam mal Zeit, dass Firmal hier Upgrades eingebaut hat. Wer denn? Ender? Firmal Expansion. Ach so, ja. So, dann habe ich jetzt hier schon mal 35% Base Fuel Energy. Jo. Also, das ist jetzt auf jeden Fall schon mal effizienter. Der verbraucht jetzt nur noch 35% weniger hier RF. Lava meine ich. Gut, dann brauche ich jetzt hier etwas Platz. Ja, das mache ich so. 3. Hier kommt eine kleine Kammer hin. Dann muss einmal hier das weg. Das hier muss weg. Das und das muss weg. Da hat gerade meine Mutter genießt. Gesundheit. Danke. Ich werde sie später ausrichten. Gut. Denn ich habe noch etwas offscreen gefarmt. Oh mein Gott, böser Mensch. Ich weiß auch nicht, wie ich damit leben kann mit dieser Schuld auf mir. Ja. Ich habe hier nämlich so ein Mai. Deine Basis. Okay, alles klar. Ich komme bei dir rüber, ne? Nein. Weil da hast du ja auch alles. Du musst alles alleine craften. Da zieh dich am besten ins End oder so. Okay. Okay, aber ich will doch nur mit euch. Nein. Aber. Egal, was du willst. Aber. Hat sich ausgearbeitet. Oh. Ja, gut. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier wie gesagt einen neuen Essence Baby Büschel und da wollte ich mir eine kleine XP Farm mitmachen. Kann ich auf jeden Fall Autonomous Activator empfehlen. Ja, ja, das hatte ich auch darüber vor. Und dann mit Vakuum ja, Hopper alles. Genau. Ey, wir verstehen uns echt gut, habe ich so ein Gefühl. Au, 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 au. Oh, weißt du, was ich mir auf jeden Fall schnellstmöglich craften werde? Ein Builder's Wand. Ja, der kommt auch bei mir relativ schnell. Ja, du, ich habe ja gesehen, du hast ein Sigil. Ich glaube, dann suche ich doch keins. Dann aktivieren wir deins. Ja, ich habe ja, jetzt mal hier einfach eine Cobblestone-Brücke gebaut. Ich hoffe. Ja, gut, das. Ah, keine Sorge, der wird so oder so meckern. Gut. Das erwarte ich. Ja, du hast einen schon. Also, wir haben schon einen kleinen Erwartungshorizont an dich gesetzt, ne? Wieso? Ah, nur so. Erzähl. Nee, nee, das war jetzt so blöd daher gesagt.
Hi. Kennst du Akupunktur? Habe ich gerade gemacht. Ja, mache ich auch öfters. Ernsthaft? Ja. Ja, kann ja sein. Meine Mutter hat über die Akupunktur das Rauchen aufgehört. Ja, ich bin, wenn du Rauchen aufhören willst, kann ich dir einen Dampfer empfehlen. Ja, okay, ich hab so noch nie angefangen zu rauchen, hab's auch nicht vor. Vielen Dank für deinen Strom. Jo. Du kannst ja dann irgendwann mal einen Backreactor hier aufbauen, ne? Ja, ja. Kriegen wir schon irgendwie gelöst. Und wenn nicht, ich weiß, wo du deine Knochen sitzen hast. Wir sehen das so im Village, ne? Hm? Muss ich euch mal geben. Ja, hier sind mega viele Villager, ne? Ja, ja. Wo ist das Schwert? Moment, Moment, Moment. Geh ich hier klatschen. Ja. Oh, boah. Schade, das klappt nicht. Wie heißt denn das Ding für die Villager? Was meinst du? Ja, um mit denen am Tisch handeln zu können. Ich meine, das war der Market. Bin mir gerade nicht sicher. Es kommen aber auch immer noch welche mal durch hier. Ich glaube von Open Blocks, ne? War der von Open Blocks her? Dann war das, glaube ich, der. Das war irgendein Table. Ja. Nee, Peaceful Table war das nicht. Nee, das ist ja der für Monster, wenn du Peaceful spielst. Genau. Nee, ich meine, das war wirklich der, jetzt habe ich den Namen vergessen. Der Market ist der von, Pams. Pams Harvestkraft, der ist was anderes. Muss ich nochmal nachgucken. Ja. So, was wollte ich jetzt nochmal? Ah ja, ich wollte einen Harvester. Ja, das geht ja. Zwei davon. Davon. So. Redstone Reception Call. Dann ein Machine Frame und ich brauche einmal zwei Inver-Äxte. Hä? Seit wann kann man aus Jungle Wood keine Sticks machen? Hey. Das geht nicht. Wo hast du die Portal Gun? Hier die, ne? Ja, ja. Du hast ja diese komische Kartoffel drauf. Ja, ja, das ist die Potato Gun. Warte, komm mal kurz her. Ja? Hier in der Crafting Station. Bin ich zu blöd dafür? Da sind doch Sticks drin. Okay, die wurden bei mir nicht angezeigt. Okay. Ich hatte mich schon gewundert. Ich wollte schon sagen, so gut kann selbst ich noch nicht mal sein. Also ich glaube, dafür muss man schon einen hohen Rekord brechen, um das zu verkacken, oder? Ja. Weißt du, Mann, dieser Willow-Baum, der ist scheiße. Ja. Den fäll ich nachher auch nochmal. Ja. Wo setze ich denn mein Portal hin? Kannst du eigentlich mal bei meinem Haus dann machen, oder? Ja, ich mach das hier so einfach. Im Enderportal. Gib mir mal kurz OP, dann kann ich mich eben schnell so nach Hause porten. Dann muss ich jetzt nicht mal eben. Jo, mach ich. Wenn Sweet gerade zuschaut und ich weiß, er wird zuschauen, du hast nichts gesehen. Ja, gut, ich hatte ja vorhin auch OP, ich habe ihn ja jetzt weggenommen. Er hat nichts gesehen. Okay, er hat nichts gesehen. Sweet, du hast nichts gesehen, verstanden. Bist du wieder zu Hause? Ja. Ja, dann mach ich mal gerade wieder DOP. Das soll dir, wenn dann lieber Street geben, ist halt sein Server und so weiter. Ja. Ja, ich möchte auch kein OP. Finde ich schon mal was ehrenhaft. Aber auch nur so ein bisschen. Ja, die wachsen schon mal was.
Warte mal, ich brauche ja jetzt eh hier die Teile. Die Rubber Bars. Rubber Bar und das wird so Plastic Sheet. Boah, ich brauche mal gerade nicht wieder mein Nackenkissen. Wo ist mein Nackenkissen? Ich hatte ein Nackenkissen, wo ist das hin? Oh, da hinten. Ah, Nackenkissen. Ja, das war jetzt halt so genial. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war jetzt letztes Jahr von Mai bis Juli war ich in Teneriffa auf dem Praktikum. Okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich echt gelohnt. Das Geniale war einfach so, ich bin so ein wundervoller 2-Meter-Riese. Ja, 2-Meter-Riese schläft in einem 1,80-Meter-Bett. Okay, das ist ja klein. Unvorteilhaft. Ja, ein bisschen. Und der Vermieter hat sich dann auch erstmal blöd geschaut, als er mich zum ersten Mal gesehen hat. So vom Thema. Ich mal bitte zu dir. Mach ich. Oder nein, warte, noch nicht. Lass was machen. Ja, auf jeden Fall, der Vermieter hatte da wirklich erstmal so einen Moment innegehalten und so vom Thema her, scheiße, was mache ich jetzt? Ja, ich durfte dann quasi erstmal einen ganzen Monat warten, bis ich noch ein großes Bett bekommen habe. Also, sie haben da extra mal für mich ein großes Bett geholt. Ja, und in der Zeit hatte ich so wundervolle Nackenprobleme. Jetzt. Okay. Ja, ich bin auch 1,90 groß, das ist manchmal so ein Bett scheiße. Mhm. Ja, okay, bei mir zu Hause haben wir es eigentlich am besten gemacht. Wir haben einfach damals mein altes Kinderbett genommen und einfach zwei neue Latten dran gemacht, Ende. Ja, geil. Du, das Bett an sich hat 20 Euro gekostet. Das Lattenrost hat man gekauft für 600 Euro. Und die Matratze, das war das Geilste, das war eine bestellte Ware in einem Matratzenlager, die aber nie abgeholt wurde. Haben wir dann einfach gefragt, wie viel die kosten würde, guckt die uns so an. Habt ihr 5 Euro? Haben wir die für 5 Euro noch bekommen? Also, ich glaube, ganz ehrlich, günstiger kriegst du ein Bett echt nicht hin. Ja, das stimmt. Oh, okay, die Ärzte war ja immer noch auf Teneriffa. Erster Tag, ich komme da an, stehe da so am Fenster, spreche mit meiner Mutter so ein bisschen über Handy halt. Und dann warte ich so, kannst du mal einen kurzen Moment warten, verstehe ich nicht, das Meer ist so laut. Und meine Mutter hält einen Moment inne und sagt, das erste, was ich nur von der höre, komm du nochmal nach Hause, du kriegst alles verboten, was du hast. Da hatte ich aber echt erst einen Moment gebraucht, um zu realisieren, was überhaupt war. War so ein bisschen eifersüchtig, wa? Ein bisschen. So, jetzt sollte das jawohl. Normaler Harvester hat eine Wedge von 3x3, ne? Genau. Gut. Das klappt. Dann muss ich jetzt hier noch. So, ich kann die Oberwelt mal ein bisschen absuchen nach Orberry-Büschen und so, weil ich will mir damit auch kaufen, irgendwann eine Farm bauen. Ja, ich weiß, ich habe das mal gemacht, aber ich finde, das lohnt sich nicht mehr so wirklich. Ach doch, wenn du vernünftig viele hast, dann. Das soll sich ja nicht lohnen, das ist einfach nur nebenbei, was du als Produkt reinkriegst, was du dann craften lässt zum Ingot und da hast du immer so ein paar Nebenrohstoffe. Ja, okay, stimmt auch halt wieder. Das ist ja nur für nebenbei, so mache ich das immer. Das ist nie meine Hauptversorgung gewesen, niemals. Ja, damals, als ich noch Direwolf Let's Play hatte, hatten wir einfach mal darüber wirklich eine komplette Erzverarbeitung gemacht. Also Erzversorgung. Naja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war kein richtiges LP. Das war irgendwie komisch. Ja, ich hatte das damals noch mit einem Klassenkameraden gemacht. Ah, da ist mein Lieblingspack. Direwolf ist mein Lieblingspack. Ja, es ist auch an sich ganz cool gewesen, aber ich finde damals war es halt noch zum Let's Play ein bisschen zu. Redest du jetzt von 1.6 oder 1.7? 1.6. 1.6 war aber auch geil. Aber 1.7 ist auch nicht cool.
Ja, in 7 habe ich das noch nicht so wirklich angespielt, also da kann ich nichts sagen. Geht das nicht? Wo geht das nicht? Was? Ich versuche gerade mit diesen Portal Gun, mit diesen Spawnern hier, also diese Portal Spawner, Portal zu setzen, was ich immer auf und zu machen kann, aber es funktioniert nicht. Okay, jetzt muss ich mich nochmal zu dir porten. Danke. Bitte. Lass ich das lieber Standard, ohne diese Spawner-Dinge. Schade. Glas brauche ich 8 Uhr. Ich brauche einen Vakuum-Hopper. Das war doch einfach nur ein Hopper und ja, Eye of Ender. Oh, habe ich das noch? Habe ich noch das Baseball, oder? Wieder kein Blaze Powder. Dann gehe ich mal wieder bei Klaus mobsten. Ja, Klaus, ich hast du gehört, ne? Hm? Warte, Klaus, hast du gehört, ne? So, meine lieben Freunde. Mein Gott, ne, ey, wir haben so wenig Zeit. 20 Minuten sind wir schon wieder. Ja, wir sind schon bei 21 Minuten, 22 Minuten jetzt gleich. Ich sag dann mal, Wiedersehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Dosh LP vorbei und auch bei allen anderen. Ich werde sie alle unten verlinken. Ich natürlich und auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt das frisch, schaut da rein. Tschüss.